Ja, 15 Uhr. Herzlich willkommen zu unserer Aufbaushow am heutigen Nachmittag. Wir dürfen uns vielleicht am Anfang kurz vorstellen. Zu meiner Linken, das ist der Marco Teodoro. Der Marco Teodoro hat sicherlich schon einige Zelte in seinem Leben aufgebaut, weil er schon einige Zeit bei uns. Er wird hier gleich ganz alleine das Ambassador Dawn aufbauen. Und zur gleichen Zeit auf der anderen Seite kümmert sich der Florian Schank um unser Trinus. Der Florian ist auch schon einige Zeit bei uns, hat sicherlich auch schon ein paar Zelte aufgebaut. Aber das, was wir die beiden hier gleich machen, das können sie genau so. Ja, ich darf mich auch kurz vorstellen, mein Name ist Jens Lübkes, logischerweise auch von der Firma Isabella. Und was bauen wir auf? Logischerweise zwei Modelle aus unserem aktuellen Sortiment. Das ist auf der linken Seite einmal das Ambassador Dawn mit dem Carbon-X-Gestänge. Carbon-X-Gestänge, was ist das überhaupt? Carbon-X-Gestänge, das ist unser Leichtgestänge für die Saison- und Reisecamper. Jetzt werden Sie natürlich sagen, ja, die Stangen, die sind ja hier alle so miteinander verbunden und hier ist ja schon alles zusammengesteckt und so vormontiert. Ja, haben Sie vollkommen recht, aber das ist genau so, wenn Sie dieses Gestänge niegelnagelneu aus dem Karton nehmen, finden Sie das genau so vor. Alles ist vormontiert, alles ist schon mal dran. Natürlich haben wir hier eine kleine andere Geschichte, weil die Zelte waren natürlich vor einiger Zeit hier gerade noch aufgebaut. Von daher sind die Zelte natürlich nicht mehr original verpackt. Und eine Besonderheit haben wir, haben beide Zelte schon mal im Wohnwagen eingezogen. Hat folgende Bewandtnis, normalerweise machen wir bei dem traditionellen Modell die Aufbauschuhe sogar auch noch mit einziehen. Das ist aber hier so nicht möglich, weil auf der anderen Seite bei dem Luftzelt bräuchten wir eigentlich einen Wohnwagen. Wir haben also hier so ein Gestell, dieses Gestell hat so zwei Metallplatten hinten dran, damit wir die Luftschläuche abstützen können. Das ist beim Wohnwagen kein Problem, aber diese zwei Platten sind hier relativ scharfkantig und wenn wir das immer ein- und ausziehen würden, ist die Gefahr doch relativ groß, dass wir uns das Zelt kaputt machen. Und es soll ja auch gezeigt werden, dass nur einer alleine das aufbauen kann. Ja, wie gesagt, apropos aufbauen, das tun wir jetzt mal. Das heißt, der Marco baut auf der einen Seite unser Ambassador Dawn auf mit dem Carbon-X-Gestänge und der Florian auf der anderen Seite das Luftzelt. Und natürlich müssen sie ganz unterschiedlich starten. Der Florian auf der anderen Seite verbindet hier gerade die Luftpumpe mit dem Ventil, wird einfach nur reingesteckt, weil wir haben hier ein Einkammersystem. Das heißt, wir haben einen Aufblaspunkt, da wird die Luftpumpe angeschlossen und dann befüllt sich das gesamte System mit Luft. Natürlich kann man das auch aufblasen mit einem Kompressor, aber es ist so, dass diese elektrischen Luftpumpen einmal etwas lauter sind und auf der anderen Seite sogar etwas länger brauchen, als wenn Sie das mit dieser Handpumpe machen. Er pumpt also jetzt erstmal hier ein bisschen Luft in die Luftschläuche ein. Auf der anderen Seite fangen wir von der Mitte her mit dem Aufbau an. Das heißt, wir fangen also mittig an, stellen so die mittlere Stützstange so halb schräg unter das Zelt und verbinden dann erst die mittlere Dachstange. Wir fangen also mittig an und arbeiten uns dann nach außen. Und Sie sehen, er hat auch schon zwei Stangen hier ein bisschen vormontiert. Das hat den Hintergrund, er hat sich dadurch so ein kleines Dach gebaut und kann sich natürlich deswegen viel, viel, viel besser unter dem Zelt bewegen. Also hier wird von der Mitte angefangen und nach außen rüber gebaut. Auf der anderen Seite hat der Florian also schon mal so viel Luftdruck jetzt in dem Schläuchen, dass er das Zelt schon mal aufrichten kann. Das heißt also, er stellt das Ganze schon mal auf die Beine und hat dann schon mal die Grundform. Das reicht jetzt natürlich noch nicht, um das jetzt so stehen zu lassen. Er muss also gleich noch Luft nachpumpen, damit das Ganze auch passt. Aber er kann das Ganze auf jeden Fall schon mal auf die Beine stellen. Auf der anderen Seite arbeitet sich der Marco zur Seite weiter vor. Ob jetzt links oder rechts zuerst, das spielt gar keine Rolle. Auf jeden Fall mittig angefangen und dann zur Seite weggearbeitet. Und während er das so tut, zeige ich ihm mal, was er eigentlich da unter dem Zelt macht. Weil er stellt sich auch die Frage, wie sind überhaupt die Zelte mit dem Wohnwagen verbunden? Klar, beide werden oben in den Keder der Wohnwagenschiene eingezogen, das ist gar kein Thema. Und bei den Luftzelten ist es auch relativ einfach. Die Luftschläuche stützen sich einfach gegen die Wohnwagenwand ab. Aber auf der anderen Seite muss ja hier auch das Gestänge irgendwie befestigt werden. Wie läuft das? Das läuft eigentlich relativ einfach. Ich habe also hier mal so ein kleines Stück Dach nachgebaut. Ist im Prinzip das gleiche wie da oben, nur in klein. Und wir haben hier an dem Dach hinten bei dem Keder einen zweiten Keder. Und dieser Keder ist nur dazu da, sich um dieses Teil zu kümmern. Das nennt sich Fixon-2-Beschlag. Dieser Fixon-2-Beschlag wird auf diesen Keder aufgesetzt, an der Stelle, wo wir ihn brauchen, und dort verriegelt.
Und dann wird die Dachhakenstange einfach hier eingehängt. Das heißt, wir brauchen nicht zu schrauben, nichts zu bohren am Wohnwagen und haben eine absolut sichere Verbindung. So, und auf diese Art und Weise kommen wir natürlich relativ schnell voran. Sie sehen also die eine Hälfte hier auch schon stehen, kümmert sich schon um die andere Seite. Aber warum kommt er so schnell voran? Das hat eine gewisse Bewandtnis. Und zwar gibt es so Kleinigkeiten, die das Leben etwas leichter machen. Zum Beispiel, wir haben fest eingestellte Winkel. Was heißt das? Sie kennen vielleicht diese Gestänge, die hier vorne so ein Gelenk haben. Hat für uns Zeltersteller einen Vorteil, wir können ein Gestänge nutzen für verschiedene Zelte. Das machen wir nicht. Wir passen die Gestänge optimal den Zeltmodellen an und automatisch wird Ihnen dann schon gezeigt, wie diese Stange zu stehen hat, wie die Schräge sein soll und somit brauchen Sie sich damit gar nicht mehr befassen. Das Zelt steht also gleich von vornherein in der optimalen Form. Und dann haben wir diese Dachhakenstangen, die setzen wir in diese Winkel ein, die haben vorne so zwei Nasen, verbinden die Dachhakenstange schon mal fest mit dem Winkel und können, ohne dass uns irgendwas wegrutscht, das Ganze in aller Seelenruhe hier spannen und diesen Isafix-Schnellverschluss dementsprechend wieder schließen. So, und auf diese Art und Weise kommen wir sehr schnell voran. Beide haben also jetzt schon mal das Grundzelt soweit stehen und kümmern sich jetzt um das Vordach. Wir haben also ganz bewusst zwei Modelle gewählt mit Vordach, also auch dieses Trinus Luftzelt hat ein Vordach. Wir könnten die Aufbaushow natürlich auch mit dem Sito machen, das ist dieses Luftzelt. Das wäre so diese traditionelle Luftzeltform. Aber man sollte immer bedenken, wenn man vorne kein Vordach hat, muss man natürlich die Front immer komplett schließen, wenn es regnet, weil das Wasser natürlich nach vorne weggeführt wird. Hier ist es so, wenn Sie ein Vordach vorne vorhaben, dann kann man das auch mal im Regen so halb offen stehen lassen, ohne dass es gleich das Regenwasser bei Ihnen eindringt. Also beide haben ein Vordach und montieren das jetzt. Bei dem Florian ist es hier ein Glasfieberstab, der wird also hier vorne durch einen Hohlsaum durchgeschoben. Und an der Seite werden Sie gleich sehen, ist es kein durchgehender Hohlsaum mehr, sondern dann wird das Ganze mit einem Reißverschluss verbunden. Beim Marco ist es nicht anders. Der Marco hat hier vorne auch serienmäßig Vorderspannstangen mit dabei und montiert also diese Vorderspannstangen jetzt auch auf die gleiche Art und Weise. Das heißt, die Vorderspannstange wird im Prinzip auch durch den Hohlsaum durchgeschoben, einmal Richtung Mitte und einmal Richtung Außen und kann sie also da dann dementsprechend mit diesen Vorderspannstutzen hier vorne dann verbinden. Wird also einfach zur Seite weggearbeitet. Und dann ist das relativ einfach. Er dreht es einmal auf den Haken drauf, dann kommt die Öse über den Haken und wird dementsprechend einmal nach vorne weggespannt. Auf der anderen Seite sehen Sie, wie das Vordach hier montiert wird. Hier haben wir es gerade verpasst, da kann man es noch wunderbar sehen. Diese Vorderspannstange wird unten in so einen Dorn reingesetzt. Da gibt es also einen Fixierungspunkt, damit man genau weiß, wie die Stange stehen soll und einem die Seite nicht wegrutscht. Da wird das Ganze fixiert, somit wird der Bogen auf Spannung gebracht, sodass wir auch die richtige Form haben. Und dann schließen wir diesen Tunnel mit einem Reißverschluss. Der Reißverschluss beginnt also hier oben mittig und wird dann einfach nach unten runtergezogen, sodass wir da dann auch eine feste Verbindung haben. Wenn er das gemacht hat, dann ist es natürlich so, dass wir hier vorne nochmal einen Abstandshalter haben. Dieser Abstandshalter wird einfach hinten reingesteckt und vorne auf die Stange draufgesteckt, sodass wir auch eine vernünftige Spannung vom Zelt nach vorne haben, sodass das Vordach durch den Wind nicht zurückgedrückt werden kann. So, hier wird auch nochmal der Vorderstutzen montiert, einmal drüber gesetzt, durchgespannt, fertig. Das Ganze auf der anderen Seite genauso. Auch einmal in den Hohlsaum reingeführt und einmal zur anderen Seite genau das gleiche Spiel. Und dann wird das auch einfach auf dem Haken aufgesetzt. So, wenn der Florian also hier dieses Vordach jetzt gespannt hat, dann bringt er das Zelt nochmal in seine Grundform. Einmal so rüber und Sie sehen, hier unten ist bei den Luftzelten so ein Band gespannt. Dieses Band hat den Vorteil, dass das Zelt nicht unkontrolliert nach außen weggeht. Das erspart sich natürlich bei dem traditionellen Modell, weil da ist durch den festen Winkel die Form absolut vorgegeben. So, auch da der Vorderstutzen gespannt und zum Schluss spannen wir die Mitte. Und die Mitte, da haben wir eine kleine Besonderheit. Da ist es also so, die beiden Stangen werden einmal drüber gesetzt, dementsprechend wieder die Öse drüber, einmal abgespannt und fertig.
Wenn wir die beiden Vordächer fertig haben, kommen wir zum Abspannen. Beim Abspannen ist eins ganz wichtig. Bevor ich etwas abspanne, bitte immer alle Vorder- und Seitenwände komplett schließen, alle Reißverschlüsse schließen und dann fange ich erst mit dem Abspannen. Und egal, ob Sie jetzt ein Luftzelt haben oder ein traditionelles Modell, die Reihenfolge ist immer die gleiche. Wir fangen hinten am Zelt an, befestigen also nur die hintere Ecke auf der einen Seite und ziehen jetzt das Zelt möglichst dicht an die Wohnwagenwand. Wenn ich das auf der einen Seite gemacht habe, gehe ich komplett rüber auf die andere Seite und mache da das Gleiche erstmal, befestige nur den Hering auf der Ecke. Alles andere bleibt locker. Dann komme ich nach vorne, ziehe dann die Seitenwand schön von hinten nach vorne und befestige auch dort nur den Hering auf der Ecke. Alles andere bleibt bis dahin locker. Dann muss ich wieder komplett rüberlaufen auf die andere Seite. Ich weiß, das ist viel Lauferei, aber jetzt ziehe ich auch da schön die Seitenwand von hinten nach vorne und die Vorderwand von links nach rechts oder rechts nach links, je nachdem, wie Sie angefangen haben. So, wenn ich die Ecken befestigt habe, dann gehe ich bei und befestige als nächstes die Mitte. Und bei der Mitte kann man das gleich wunderbar sehen. Da wird über Kreuz abgespannt. Sie sehen, ein paar Abspanner sind auch schon schräg angenäht. Das gibt Ihnen also die Richtung vor. Wir spannen hier immer über Kreuz ab, sodass Reißverschlüsse, die ich nicht brauche, entlastet werden. Das genau das Gleiche macht Floria bei dem Luftzelt auch. Hier haben wir natürlich jetzt keine Vorderwand drin, weil wir müssen hier eine größere Öffnung lassen auf der Messe, damit man besser reinkommt. Aber auch hier wäre wichtig, immer alles zu schließen. So, jetzt haben wir natürlich wieder einen Unterschied, was gemacht werden muss. Bei dem traditionellen Modell, hier bei dem Ambassador, öffnen wir jetzt die Vorder- und Seitenwände wieder. Öffnen heißt nicht ausbauen, sondern runterlassen zu einer sogenannten Verandalösung. Warum machen wir das? Hier müssen wir natürlich jetzt das Gestänge spannen, was sich natürlich bei dem Luftzelt erübrigt. Das müssen wir da nicht, aber dafür kommt Florian gleich zu anderen Dingen, die er hier abspannen muss. Ja, aber beim Abspannen bei dem traditionellen Modell ist eins ganz wichtig, und zwar immer das Gestänge in der richtigen Reihenfolge bitte spannen. Sie fangen immer erst mit der Querrichtung an, nicht mit den Dachstangen. Fangen Sie mit den Dachstangen an, ist die Querrichtung gar nicht mehr richtig möglich. Wir spannen also immer erst die Querrichtung, und eins ist auch klar, wenn ich hier spanne, muss ich das hier vorne locker gelassen haben, damit sich das mitspannen kann, und schließe das dementsprechend erst hinterher. Wenn ich die Querrichtung habe, hier bei dem Ambassador, kommen wir zu einem Problem. Wir haben in diesem Gestänge zwei verschiedene Gestängedurchmesser. 26 mm hier vorne quer, 30,5 im Dach. Was machen wir? Wir nehmen dieses wunderbare Werkzeug, nennt sich Hercules Tribble. Wir können diesen unteren Bereich drehen und somit diesen Durchmesser verändern. Das heißt, ich kann mit dem gleichen Werkzeug alle Gestänge spannen von 22 bis 32 mm. Völlig egal, ob ich ein Stahl-, Aluminium- oder Glasfibergestänge habe. Also ein wirklich perfektes Werkzeug für jeden, der Zelte abspannen möchte, kann man wirklich sehr, sehr, sehr empfehlen. Und dann fange ich an, die Dachstangen zu spannen. Und zwar immer erst die äußeren Dachstangen und dann die Mitte. Ob jetzt links oder rechts, das ist völlig egal. Aber erstmal die beiden äußeren und danach erst die Mitte. Sollten Sie Zusatzdachstangen haben, die also hier nochmal dazwischen sitzen und die ja bei vielen Zelten serienmäßig mit dabei sind, die werden erst ganz zum Schluss eingebaut und auch ganz zum Schluss erst gespannt. So, und während er sich hier mit dem Gestänge beschäftigt hat, haben wir den Florian hier so ein bisschen bei seiner Abspannung verpasst. Er muss nämlich Leinen spannen. Das ist beim Luftzelt ganz, ganz wichtig. Hier hat er nur zwei Leinen gespannt, weil wir müssen so ein bisschen mit Stolperfallen hier aufpassen. Aber überall da, wo hier Abspannpunkte sind, sitzen bei einem Luftzelt auch nochmal Leinen. Das heißt, bei einem Luftzelt müssen deutlich mehr Leinen gespannt werden. Das heißt, er hat zwar nicht das Gestänge zu spannen, aber dafür deutlich mehr Leinen zu spannen. Ja, der Florian hat jetzt hier mal das Dach gespannt. Jetzt hören Sie mal eine Sekunde zu, was wir hier schon für eine Spannung auf dem Zelt haben, obwohl wir groß noch gar nichts dementsprechend unten abgespannt haben. Und Sie sehen, wunderbar baut das Zelt schon mal eine richtige Grundspannung auf. Beim Florian, der macht gerade eine andere Arbeit. Wir haben ja gesagt, das ist ein Einkammersystem und alles befüllt sich automatisch mit Luft. Außer hinten die Andruckpolster. Wir haben nämlich die Andruckpolster hinten zum Abdichten am Wohnwagen auch mit Luft. Die befüllt er jetzt nochmal separat, so viel wie es gebraucht wird, um einen schönen Anschluss zu bekommen. Das ist das, was der Florian da noch machen soll. Ja,
Das, was wir Ihnen zeigen wollten, ist eigentlich das, was jetzt hier steht. Das heißt also, der Florian ist eigentlich fertig mit seinem Trinus. Der Marco ist eigentlich fertig mit dem traditionellen Modell. Ob man jetzt sowas nimmt oder Luftzelt nimmt, da muss man sich einfach mal beraten lassen. Beides hat seine Vor- und Nachteile. Vielleicht ein kleiner Hinweis zu den Packmaßen. Hier haben wir ein Luftzelt verpackt in einer Tasche. Dort haben wir ein traditionelles Modell verpackt. Da ist das Gestänge und das Zelt halt separat. Verteilt sich natürlich das Gewicht auch separat. Das muss sich jeder mal überlegen, was macht Sinn, was macht keinen Sinn. Das, was wir Ihnen eigentlich zeigen wollten, ist eigentlich das, was jetzt hier steht. Und ich finde, die beiden Kollegen haben das eigentlich ganz ordentlich gemacht. Und uns bleibt eigentlich nur zu sagen, vielen Dank für Ihre Zeit und vor allen Dingen Ihre Aufmerksamkeit.